Da sind wir. Zurück. Bauen ein Monster. Bauen viel zu groß. Jo. Ach, warum tue ich das? Das wird doch, es wird eine Katastrophe werden hier. Weil du nicht anders kannst. Ich glaube auch. Das wird einfach eine wahllose Katastrophe werden. Geht das so hier? Das wäre voll nice, wenn das so gehen würde. Ah, das geht sogar voll geil. Voll geil, das geht. Das Spiel unterstützt mich in Schönbauen. I like it. Ja, das ist schon mal ganz gut. Muss ich auch sagen. Aber ich kann keine gute Tür bauen. Das ist schon mal nicht so gut. Aber ich kann so machen. Dann kann ich hier eine Mauer zubauen, dann sind die beiden Abschnitte wenigstens getrennt zwischen Stahl und Gedöns hier. Stahl und Kupfer. Ach, Eisen und Kupfer, so rum. Du hast auf jeden Fall eine Menge zu färben, denn so viel kann ich dir schon mal versprechen. Freu dich drauf. Necke ist unter mir. Überleg grad, wie ich das hier jetzt mache. Oh oh. Ich muss hier 6 Linien rauskriegen. 6 Linien, ey. Schwede. Also erstmal, hier kann dann später zugemacht werden. Da ist die Schnecke. So wie der da. Das heißt, hier kann auch bis hierhin zugemacht werden dann. Da kann zu... Ja, so nicht. Das ist die zweite Wand. Da. Ja. Und hier keine Rohstoffe verschwenden. So, okay. Haben wir schon mal 2 Räumchen. Dann müssen wir gucken, wie wir Hauptzeug hier rauskriegen. Das wird gar nicht mal so einfach. Sind wir die Dinger? Weiß nicht, könnte man. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es wäre sogar wirklich gar nicht so schlecht, weil dann müsste ich nicht so viele Dings bauen. Dann könnte ich die hoch. Doch, das mache ich. Könnte ich die hochbauen und könnte die in ein Dreier-System reinlaufen lassen. Ja, doch, das könnte gut funktionieren. So. Darf es gar keinem erzählen, dass wir eigentlich immer noch bei den Grundressourcen sind. Wir kommen nicht voran im Spiel. Eine wunderschöne Aussicht gefunden. Ja, wir kommen nicht voran. Nö. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe das Auenland gefunden. Das Auenland? Ja. Ich verstehe. Es wird alles gut. Das sind riesige Grasflächen. Es wird alles gut. Brauchst du einen Arzt oder so? Immer. Wäre nicht runter. Oder nicht wieder hoch. Ob hier muss das hin? Elektroschnecke am Abgrund. Man kann die richtig schön zusammenstellen. Das ist ja voll geil. Hier muss das hin. Da
verbinden wir das damit und hier verbinden wir das hiermit und das verbinden wir damit. Sehr gut. Dann haben wir hier drei sehr eng liegende Bänder. Super. Der Moment, wenn du am Abgrund lang läufst und auf einmal von den Rammern die Geräusche hörst. Und dann, oh shit, schnell weg! Wir werden in die Tiefe gestoßen. Es kommt dahin. Aber ich muss mal hier mit dem Auto runterspringen. Das kommt dahin und dann muss das hier hin. Nee, es muss dahin. Glaube ich. Ja, dahin. Huch, bin ich aus Versehen hier hochgeklettert. Dann muss ich kurz mal gucken, dass wir das so machen und das so. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu hoch dafür. Ich überlege gerade, kann man so einen Toreingang über so ein Ding bauen? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Das funktioniert sogar, das wäre eigentlich voll. Das probiere ich gleich mal aus. Gehen wir mal hier in dem aus. Oh. Also noch habe ich Ressourcen. Noch. Ich bin nur bei einer Maschine gerade. Also eigentlich bei zwei. Bei der Maschine für Grundsachen für Roheisen und Rohkupfer. Aber halt in einem größeren Maßstab als vorher. Wer hätte das gedacht, dass ich größer baue? Jo. Du musst die Base nicht wiedererkennen hier. Aus der Platte ist eine Menge geworden. Dann baue ich nämlich das hier. Und dann gucken wir, ob wir das bauen können. Können wir nämlich. Und dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Dann kann man hier noch durchlaufen. Ja, das ist gut. Und wir haben trotzdem einen abgedeckten Bereich. Das ist doch sehr gut. Können wir hier auch machen. Können wir den wegmachen. Und hier diese zwei Tore setzen. Sehr gut. Spiel ausgetrickst. Gott, wie soll man denn da hinkommen? Waffe. Dann muss ich kurz überlegen, wie ich die hochkriege. Also, die kann ich ja so lassen, aber die dahinter möchte ich gerne darauf machen. Also, bauen wir die einmal so, damit die hier rum können. Achso, das geht ja jetzt so wieder nicht. Muss ich hier einmal so machen. Und hier muss ich so machen. Das ja sonst wieder nicht gerade wird. Huh. Was heißt hier, hä? Huh? Nichts. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ehrlich gesagt. Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich kann das schon mal dahin bringen. Diese Linie bleibt auf jeden Fall hier. Bleibt auf jeden Fall. Und eigentlich möchte ich die andere darauf kriegen. Ist nur, ob ich das kann.
Denn im Endeffekt. Nee, den muss ich so nicht machen. Den müsste ich eigentlich direkt da anbinden. Ah, es würde gehen, aber es würde scheiße aussehen. Da ist die Elektroschenkel. Ja, und so werde ich nicht rumkommen. Keine Chance. Ja gut, dann muss ich das nebenan einmal bauen und dann hier rüber bringen. Ich glaube, auch das wird nicht funktionieren. Gut, dass ich hier schon eine zweite Reihe gebaut habe. Kann ich die einfach hier ranbauen? So. Kommt die hier hin? Die kommt hier hin. Die kommt hier hin. Jetzt sieht das zwar vielleicht alles ein bisschen wirr aus, aber ich habe da schon einen Plan. Das wird am Ende alles gar nicht so scheiße aussehen wie jetzt. Es vielleicht anscheinend macht auszusehen. Oder? Das hoffe ich. Dafür bete ich. Mein, ich bin auch noch, ich bin kein Profi in dem Spiel. Sind wir beide nicht, hä? Ne. Deswegen hoffe ich mal sehr stark. Das brauchen wir hier nicht. Das ist eigentlich Ressourcenverschwendung, aber eigentlich auch wieder nicht. Da in Frack hingekommen. Aber eigentlich sollte man, soll man da nicht reinlaufen können. Eigentlich möchte ich, dass die da rausgelaufen kommen. Ja, das muss das abbauen. Wir müssen ein Stück zurück, die sechs Dinger hier. So, die müssen alle ein Stückchen zurück. Ahnung, wie weit. Machen wir hier hin. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Dann bauen wir mal kurz hier einen Sicherheitsweg, damit wir hier wieder rumkommen. Hier bauen wir zu. Und da oben bauen wir das rauf. Denn da sollen die enden. Muss ich ja auch noch hier hinbauen irgendwie. Ich nicht vergessen wieder. Vergesse ich nämlich immer und dann muss ich immer zusehen, wie ich hier Strom reinkriege. So. Oh, ich sollte auf den Klippen runterziehen. Lass mich hier hin, danke. Kommst da hin. Sehr gut. Die Schnecke. Dann kann das hier zu. Dann haben wir da drüben den Förderweg nach Dar. Hier haben wir denn die Dreierstraße. Die muss auf jeden Fall frei bleiben. Und ich weiß gerade nicht, wohin wir das bringen. Aber ich muss mich mal kurz um Strom kümmern. Strom, Strom, Strom. Da ist schon eine Idee. Das bauen wir dahin. Genau. Können wir von da aus jeweils die hier befeuern. Ist nicht so, so.
Wenn wir nämlich einmal hier und. Okay. Und einmal da. Nein, da nicht. Ist hier auch nicht richtig gesetzt. Doch. In die Ecke. Und na, an die Ecke. Alter. What the fuck passiert hier gerade? Es hat gerade irgendwie geruckelt, Lennart. Was hast du gemacht? Eigentlich nichts. Dafür hat es aber ganz schön geruckelt. Strom? Strom? Alter, irgendwas. Wohin gehst du, was absolut nicht geladen ist? Das geht noch. Wahrscheinlich. Ich habe hier nämlich ganz schön Frame-Einbuße. So, dann haben wir hier Strom drin. Sehr gut. Und optisch sogar ziemlich gut. Und Strom ist draußen. Wow, Katze. Ah, Katze. Die. Die, Katze. Okay, hier kommen die Rohstoffe raus. Eisen, Kupfer. Wo sollen die hingeleitet werden? Sag mir das. Eine auf jeden Fall in Eisenplatten, eine in Eisenröhren. Das steht schon mal safe. Drei Stück haben wir. Die dritte lassen wir erstmal wegleiten, dass wir daraus was anderes machen können. Dann, ich muss mal kurz gucken, was man alles craften kann. Was man alles craften kann. Craften kann man alles. Also, wir machen eins aus Eisenplatten. Eine aus Eisenstangen. Und... genau. Dann haben wir zwei davon weg. Dann gucken wir, woraus wir Kupfer machen können. Daraus können wir aktuell nur Draht machen. Können wir irgendwas anderes aus Kupfer, also aus dem Rohkupfer machen? Kupferbarren. Das meine ich ja als Roh. Aus dem Rohkupfer werden ja schon Barren gemacht. Drei Spuren. Eine Spur geht in Draht rein. Und dann weiß ich gerade nicht. Dann aktuell nicht. Wir könnten auch... Nee, das wäre nicht gut. Ich habe gerade überlegt, ob wir zweimal Draht machen, um dann halt eins direkt in Kabel zu verwerten, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob wir so viele Kabel brauchen. Weil dann müsste ich ja auch zweimal Eisenstangen machen, weil aus Eisenstangen macht man ja wiederum Schrauben. Dann könnte man Schrauben und Eisenplatten in verstärkte Eisenplatten machen. Ja, Eisenstangen und Schrauben in Rotoren. Die brauchen wir wieder für Motoren. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll. Es ist zu viel. Ich bin noch so unerfahren in diesem Spiel. Und ich brauche Lampen. Entwickler, baut Lampen. Gebt mir Lampen. Lasst da die ganze Welt mit Lampen zu. Okay, also das machen wir da. Das heißt, wir lassen die beiden Linien einfach hier rüberlaufen. Und bringen die denn hier drüben... in eine andere Fabrik. Ich brauche Beton. Zum Glück habe ich noch Beton im Auto drin. Aber ich glaube nicht mehr so viel. Ich habe gar keinen Beton mehr im Auto drin. Das ist nicht gut. Zudem habe ich kaum noch Treibstoff. Auch nicht gut.
Hey, die Folge ging ziemlich schnell zu Ende, muss ich sagen. Wir haben nicht viel gerissen in dieser Folge. Nee, nicht wirklich. Wunderschön. Aber sagt man denn, was sagt man dazu? Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns schon in einer weiteren Folge. Ich werde jetzt in die Base fahren, weiteren Beton holen und dann sehen wir uns hier wieder.